Wenn du so einen Bruch in einen echten Bruch umwandeln möchtest, musst du Folgendes tun. Du rechnest den Nenner mal 2 plus die 5 hier. 2 mal 8 sind 16, 16 plus 5 sind 21. 21 kommt dann in den Zähler und im Nenner bleibt die 8. Ist super easy.